Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Heute eine Deutschland-Premiere und zwar mache ich heute diesen ersten Teil in der hoffentlich langen Serie Pimp My Filter. Mit freundlicher Genehmigung vom Pondguru darf ich hier eine deutsche Version machen, in der ich euch zeige, wie ihr euren Filter so bestückt, dass er in der Lage ist, euer Aquarium optimal zu filtern. Das läuft dann so, wenn ihr einen Filter habt und den von mir bestücken lassen wollt, könnt ihr mich anschreiben über meine Webseite www.bioho-filter-material.de. Und wenn das alles ein bisschen passt und hin und her, dann könnt ihr mir den Filter hier her schicken. Ich pimpe den dann mit Biohome und mache vielleicht auch so noch ein paar Modifikationen. Und dann wird der wieder an euch zurückgesendet. Das Einzige, was ihr bezahlen müsstet dann, ist der Versand zu mir und die Versandkosten für den Versand zu euch zurück. Es ist also auch wie so eine Art kleines Gewinnspiel, in dem ihr die Möglichkeit habt, kostenlos euren Filter mit Biohome bestücken zu lassen. Und dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. So, diesen Filter hat mir der Jörg zugeschickt. Es ist ein Oase-Filter, ein Filtosmart 100 Außenfilter. So, und den gucken wir mal rein jetzt, was da so alles in der Verpackung drin ist. Und dann schauen wir uns das Teil mal an. Ja, das war alles in dem Filter drin oder in der Verpackung des Filters drin, der Filter selber. Auch interessant, er hat hier schon eine eingebaute Heizung. Da habe ich ja schon mal einen Infilter getestet, wo auch so eine Heizung eingebaut war. Und ich finde es ein relativ geschicktes Konzept. Und vor allem ist die Heizung wirklich bisher sehr zuverlässig. Die hält genau die Temperatur, die eingestellt ist. Also das ist so, wie es sein soll. Hier sind zwei Schläuche für Einlauf und Auslauf. Das muss man dann hier so zusammenbauen. Das ist hier sozusagen der Einlauf. Kommt dann hier dran. Das muss man halt dann am Aquarium machen. Das kann ich jetzt hier nicht machen. Na? Das ist eben der Überlauf. Und somit kann man eben auch bei einem kleinen Aquarium schon mal den ganzen optischen Eindruck verbessern, indem man einfach diese ganzen Geschichten nach außen verlagert und auch mehr Volumen hat, um sein Aquarium vernünftig zu filtern. Hier war noch diese Keramik. Ringchen dabei oder Röhrchen dabei. Da werden wir mal gucken, was wir mit denen anstellen. So, jetzt gucken wir mal da rein in den Filter. So. Ja, sieht's gut. So. Hier muss man das dann so rausmachen. Und dann kommt's, ne? So, in dem Ding selber ist einmal natürlich hier das Gegenstück zur Heizung. So, dann ist hier ein feiner Schwamm. Und hier dieser grobe Schwamm. Dazwischen sind so Wände. Zeige ich das mal. Und das muss man hier, dann diese Zwischendinger muss man hier so reinstecken. So, also wie läuft das Wasser? Hier läuft es rein. Ne? Muss dann durch den groben Filter durch. Muss durch den irgendwie hier drüben dann noch durch. Und läuft dann irgendwie überall durchgezogen. Aber bei der Heizung dann durch. Und wird dann teilweise hier angesaugt und hier. Und dann wieder ins Aquarium gepumpt. Die Idee dahinter soll wahrscheinlich sein, dass das hier relativ schnell durchläuft und hier langsam. So, da muss ich mal überlegen, wie wir das jetzt machen. So, wenn man dieses Teil hier abnimmt, also diese Deckel von der Pumpe, da sieht man eben, dass das hier eine Verbreiterung ist, dass praktisch, wenn man mit zwei Kammern in diesem Bereich arbeitet, dass aus beiden Kammern praktisch Wasser angesaugt wird.
Wozu hier dieser Schlauch dient, das erschließt sich mir nicht. Der ist nicht mehr in der Beschreibung erwähnt. Ja, und diese Trennwände hier sind komplett baugleich. Und diese Aussparung ist nicht, damit hier Wasser durchgeht, sondern wenn das dann zu ist, man sieht das auch hier, ja, dann ist das Ding hier drin. Ja, dieser soll praktisch so ein bisschen Grip gehen, dass man es besser rauskriegt. Und der Deckel schließt dann ab und es ist nur praktisch hier so eine Aussparung, damit dann hier dieser Deckel hier zu ist. Ne? Da wird immer noch ein Rest Wasser durchgehen, aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Schutzmaßnahme, wenn der mechanische Teil zugesetzt ist, dass nicht die Pumpe komplett blockiert. So. Aber das Gros ist halt, wie ich es gesagt habe, das Wasser wird hier durchgezogen durch diesen groben Filter und bei dem kleinen geht es nur durch den Ausgang durch. Wie modifizieren wir das jetzt? Wir wollen ja möglichst viel Volumen gewinnen, um biologisch über Biohum zu filtern. Also werden wir jetzt diesen Schwamm hier rausnehmen, den einkürzen und dann hier unten ein bisschen was abschneiden und das da unten reinzustopfen. Da hätten wir praktisch diese zweistufige mechanische Filterung, grob, fein. Dann muss es durch das Biohum durch und dann geht es zum Schluss wieder über die Pumpe dann ins Aquarium, mechanisch und biologisch gereinigt. So, von diesem Schwamm hier unten, da trenne ich jetzt mal so 4, 5 cm ab, na 4 cm. Mehr wie 3 cm dringt normalerweise der grobe Mulm nicht ein. Na, also mache ich jetzt hier bei 4 cm einen Schnitt. Und das sollte dann reichen, um das Wasser mechanisch zu filtern. Und die biologische Filterung übernimmt ja dann Biohum. So, 4 cm. So. Das stopfen wir jetzt hier unten rein, so dass praktisch schon kein Wasser mehr hier vorbeikommt, oder so wenig wie möglich. Ganz klappt es nicht, man sieht es jetzt hier. Das könnte man noch ein bisschen Filterwolle nehmen, das ein bisschen ausstopfen. Jetzt habe ich hier an den Rand jetzt noch ein bisschen Filterwolle eingearbeitet, damit eben auf keinen Fall das Wasser ungefiltert an dem Schwamm vorbeikommt und der Mulm nicht zu früh das biologische Filtermedium Biohum eben zusetzt. Und außerdem wollen wir ja den Dreck auch hier entfernen können und nicht im biologischen Filtermedium drin haben. Und damit macht es uns auch das leichter beim Saubermachen später. So, jetzt ist natürlich dieses Teil hier zu lang und das müssen wir jetzt dementsprechend einkürzen. So, das stopfen wir jetzt hier rein. Da sind wir schon fast fertig. Testhalber können wir jetzt noch diese Keramikringe, die sind ja nicht ganz sinnlos. Da können wir jetzt hier noch ein paar rausmachen. Dann nehmen wir diese Schere dafür. So, hier könnte man jetzt ein paar Ringe rausnehmen und hier so ein bisschen reintun. Da wird praktisch der grobe Mulm auch so ein bisschen ausgebremst und da gefangen. So sieht es jetzt aus.
Und den restlichen Platz füllen wir jetzt so viel wie möglich mit Biohumus. Zur Bestückung von solchen kleinen Filtern haben wir drei verschiedene Produkte zur Auswahl. Das ist einmal Biohome Standard, sozusagen der Klassiker. Das war das allererste Biohome, das es überhaupt gab, aus gesintertem Glas. Hat eine Porosität von 42% und hat so eine Länge von, ja, so 3,5 bis 4 cm und eine Stärke von etwa 1 cm. Das Biohome Plus ist im Prinzip die gleiche Größe, hat aber eine Mineralisierung, die eben dafür gedacht ist, um eine höhere Vielfalt an Bakterien noch zu unterstützen und auch, dass es noch schneller reift, das Filtermedium. Und deswegen ist es auch ganz gut, das in Kombination mit dem Standard einzusetzen oder eben nur das Plus zu nehmen, je nachdem, wie man das halt möchte. Ein anderes, etwas neueres Produkt ist das Biogravel. Es ist eigentlich vorrangig für Bodenfilter gedacht, aber natürlich lässt es sich auch sehr gut in so kleinen Filtern einsetzen. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum soll ich jetzt Biohome nehmen? Und ich kann doch die schönen Keramikringe nehmen, die da drin sind. Und da zeige ich dir jetzt mal was. Hier habe ich jetzt mal Saft eingemacht, damit man es besser sieht. Ich hoffe, dass es so ein bisschen rüberkommt hier. Jetzt tippe ich das hier nur mit so einer kleinen Ecke hier rein. Und wie man sieht, sieht man nichts. Es passiert nichts. Es wird in der Ecke nass und sonst gar nichts. Das heißt, das Einzige, was hier besiedelbar ist für die Bakterien, ist hier außen der Ring. Jetzt mache ich das gleiche mit Biohome Standard. Tipp auch nur eine Ecke rein. Und man sieht das, denke ich, doch recht gut, wie schnell sich das vollsaugt. Das heißt, dass hier in diesem, was so aussieht wie normaler Stein, eben Kanäle sind und besiedelbare Fläche für Bakterien. Und das macht eben genau den Unterschied aus. Ja, ein so ein Kilogramm Biohome Standard hat ungefähr eine Fläche von über 600 Quadratmetern. Das ist also so eine 100 Meter Bahn im Stadion, über das praktisch euer Wasser vom Aquarium dann drüber läuft und die komplett besiedelt ist mit Bakterien, die ihm helfen, die Giftstoffe, die eure Fische zu produzieren, abzubauen. Ich mache jetzt bei diesem Filter Biohome Plus rein. Der Grund ist der, dass dieser Heizer hier rechts ist und der hat hier relativ große Löcher. Normalerweise würde sich das Plus anbieten, wenn jetzt kein Heizer drin wäre, würde ich wahrscheinlich das Plus nehmen. Nicht das Plus nehmen, sondern den Gravel nehmen, weil der nochmal sich schön da reinschmiegt von selber. Hier ist aber das Problem, dass eben auch kleinere Kügelchen dabei sind. Sieht man das hier? Ja. Und die könnten dazu führen, dass praktisch das an die Heizung kommt und vielleicht zu unerwünschten Nebeneffekten führt. Und deswegen lasse ich das jetzt mal. So, jetzt werden wir einfach mal gucken, wie viel Biohome in so einen Filter reinpasst. Und da hole ich jetzt mal die Waage. So würde das Biohome kommen. Das ist jetzt 1 Kilogramm Biohome drin. Außer bei größeren Lieferungen, so ab 5 Kilogramm, dann nehme ich eine andere Säcke. Weil es sonst Probleme gibt mit dem Transport. Ansonsten auch immer das Biohome mal durchspülen, wenn es dann bei euch ankommt, weil doch durch den Abrieb hier immer so ein paar Spuren zurückbleiben, ein bisschen Staub bleibt. Das ist aber normal, das ist einfach durch den Betrieb. Prinzipiell ist es aber extrem abriebfest und trotzdem kann man es brechen. Ne? Also man kann das auch noch anpassen an den Filter, wie es ist. Ich gucke jetzt einfach mal, wenn ich das so reinkippe. Dieser ist 1 Kilogramm, das würde jetzt ausreichen, um ein normal besetztes Gesellschaftsaquarium zu filtern bis zu 100 Litern. Dabei wird eben im Gegensatz zu vielen anderen Medien auch Nitrat abgebaut. Dadurch habt ihr weniger Algenprobleme, müsst weniger Wasser wechseln und das Aquarium läuft insgesamt deutlich stabiler.
So, das passt jetzt auch schon mal so weit rein. Jetzt müssen wir das nur noch ein bisschen gucken, dass das hier oben drum ist und dass wir diese Pumpe noch reinbekommen. So, ich habe mir jetzt entschlossen, dieses Teil hier einfach wegzulassen. Weil es gibt eigentlich keinen richtigen Anwendung dafür mehr. Es wird eh auch hier eingezogen, auch hier. Und ich muss ja keinen Schwamm von innen stabilisieren, also kann ich mir das eigentlich auch sparen. Und dann geht das hier eigentlich sehr gut rein. Man muss halt immer gucken, dass nichts irgendwie hier oben über diesen Rand geht, damit halt die Dichtheit gewährleistet ist. So, das probieren wir jetzt mal aus, ob das so funktioniert. So, die Reinigung würde jetzt dann auch ganz einfach funktionieren, indem man einfach hier diesen Schnellverschluss abzieht. Dann bleiben halt die Schläuche und das ist dann dicht. Das bleibt halt am Aquarium. So, und dann ist hier ein bisschen, sitzt sehr straff. Nehme ich das hier runter. Und wenn ich das hier so hochziehe, dann kommt das schon raus. So. Nehme ich das vorsichtig raus und gehe ich zum Waschbecken. Das lasse ich alles wie es ist. Nehme nur die zwei Schwämme raus, spüle die kurz durch und das war's. Mach den wieder zu. Ist auch ein bisschen knifflig, aber wenn man es einmal hat, dann geht's. Da muss man nämlich hier unten das so ein bisschen schon randrücken, weil sonst. Da ist so eine Mechanik drin, die das so praktisch mit hochhebelt. Ja, und das kommt dann schon rein. Da muss man aber hier unten das schon reindrücken, damit man es dann hier oben ordentlich zukriegt. Stellt natürlich sicher, dass das Ding dicht ist, was natürlich am allerwichtigsten ist, weil wenn es unter dem Aquarium steht. So, dann setzen wir das wieder rein. Und fertig. Was man dann auch noch machen kann, wenn der bei dir ankommt, lieber Jörg, gibt es die Starterbakterien. Gibt zwei Versionen. Ich gebe dir jetzt mal diese mit. Die hier, die ist speziell für Aquarien. Die kommt vom Teichbereich, habe ich auch schon öfters gezeigt. Funktioniert genauso gut. Hier, die sind halt noch ein bisschen hübscher, die sind glasklar. Und für so ein kleines Aquarium wäre die andere Packung eigentlich schon fast zu groß. Na, da sind hier die Bälle drin und die lösen sich halt komplett auf. Die packt man einfach damit in den Filter rein. Also für so 100 Liter für einen Start ungefähr 10 Bälle. Und da kann man sich die aufheben. Wenn man mal Probleme hat mit dem Filter, kann man ein paar nachlegen. Oder auch, wenn man Strom ausfällt zum Beispiel oder aus irgendwelchen Gründen der Filter mal eine Weile nicht läuft, Pumpe defekt, dann sind ja die Bakterien auch hinüber. Manchmal auch durch Medikation, wenn man mal kranke Fische hat. Und dann helfen die halt, den Filter wieder so zu starten, dass alles sauber läuft und es keine Probleme gibt mit den Fischen. Ja, und dann wünsche ich viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da und bewerbt euch bei Pimp My Filter. Bis demnächst. Bei Dux Aquaristik-Experimente.